Welcome to a new story out of The Merchant and the Parrot. Herzlich willkommen zu einer neuen Geschichte aus Der Kaufmann und der Papagei. Auf Englisch und auf Deutsch. Und heute die Geschichte, was unterscheidet eigentlich den Hakim vom Propheten? Zu Avicenna trat einmal ein Schüler, der ihn sehr verehrte und sprach, »Großer Herr, du bist weiser als die Gelehrten unserer Zeit. Du bist Philosoph, Arzt, Dichter, Astrologe und kannst alles das und noch mehr, als die Wissenschaft unserer Zeit es verlangt. Warum erhebst du nicht den Anspruch, ein Prophet zu sein? Ich bin überzeugt, Tausende und Abertausende werden dir folgen und dir gehorchen. Sieh, Mohammed war nur ein Kameltreiber und in den Wissenschaften nicht erfahren, und dennoch erreichte sein Wort die Ohren von Millionen. »Ich werde es dir gelegentlich erklären«, antwortete Avicenna, »hab nur Geduld.« Im folgenden Winter, der so kalt war, dass sich selbst die Ältesten nicht daran erinnern konnten, je einen kälteren Winter erlebt zu haben, lag Avicenna krank danieder. Im gleichen Raum lag auch der Schüler, der ihn damals gefragt hatte. Es war Nacht. Vom Fieber ausgetrocknet, dürstete Avicenna nach einem Schluck kühlen Wasser. »Freund«, sagte er zu seinem Zimmernachbarn, »ich habe großen Durst. Würdest du mir ein Glas Wasser von draußen holen?« Der Schüler kroch noch tiefer unter die Decke seines Bettes, in der Vorstellung, bei dieser unmenschlichen Kälte nach draußen gehen zu müssen. »Nein, Herr«, sprach er, »die Ärzte sind sich alle darüber einig, dass kaltes Wasser bei deiner Krankheit Gift ist.« Der Durst Avicennas wurde größer. Trocken lag seine Zunge im Mund. »Bring mir doch etwas Wasser für die Erkrankung, die ich habe. Ist die Kühle sogar das beste Heilmittel?« Die Vorstellung, draußen mit einem Stab das Eis des Brunnens aufbrechen zu müssen, um dem Meister den Wunsch zu erfüllen, ließ seinem Gefährten den Rücken zu einer Gänsehaut werden. Starr und fest blieb er bei seiner Überzeugung, dass es nichts Schädlicheres gäbe als kaltes Wasser. Avicenna, der große Arzt, beharrte jedoch darauf, nur kaltes Wasser könnte sein Leiden mildern. Es entwickelte sich ein Streit über Dogmen, der schließlich die ganze Nacht hindurch dauerte. In der Morgendämmerung erscholl vom Turm des Minaretts die Stimme des Muezzin, der die Gläubigen aufforderte, sich nach den Geboten des Propheten zu reinigen, das Haupt nach Mekka zu verneigen und die heiligen Suren zu sprechen. Der Schüler Avicennas warf seine Decke zur Seite, sprang aus dem Bett, stürmte aus dem Zimmer, brach das Eis des Brunnens auf und wusch sich, wie es sein Glaube vorschrieb. Dann kniete er auf dem Gebetteppich nieder, um das Morgengebet, die Preisgebung, zu sprechen. Nachdem er den Gebeten Genüge getan hatte, sprach ihn Avicenna an. »Lieber Freund, du erinnerst dich noch daran, dass du mich gefragt hast, warum ich nicht Anspruch erhebe, Prophet zu sein. Heute will ich dir eine Antwort geben. Siehe, Mohammed, der nur ein Kameltreiber war, ist schon vor über 300 Jahren von uns gegangen, und doch hat sein Wort die Kraft und die Macht, dich aus dem warmen Bett zu holen, hat die Macht, dass du dich mit dem kalten Eiswasser wäschst und trotz herrschender Kälte dein Gebet vollführst. Als ich dich über die ganze Nacht bat, mir nur ein Glas Wasser zu holen, erwies sich die Vielzahl meiner Worte als noch zu schwach, obwohl ich weiß, dass du mich als deinen Meister verehrst. Dies ist einer der Gründe, warum ich trotz aller Gelehrtheit nie für mich in Anspruch nehmen werde, Prophet zu sein.« And now the story in English. What distinguishes the Hakim from the Prophet? Avicenna was once approached by a student who respected him greatly. The man spoke, "Great master, you are wiser than the learned of our time.
You are a philosopher, physician, poet, astrologer. You know all that and even more than the science of our day requires. Why don't you proclaim that you are a prophet? I'm convinced that thousands and thousands will follow you and heed your words. You see, Muhammad was only a camel driver, inexperienced in the sciences, and yet his word reached the ears of millions. I will explain it to you when the time is right, answered Avicenna. Just be patient. In the following winter, colder than even the oldest people could remember, Avicenna was bedridden with illness. In the same room, there was also that student who had questioned him. It was night. Dried out from fever, Avicenna was thirsty for a sip of cool water. Friend, he said to his roommate, I'm very thirsty. Would you bring me a glass of water from outside? At the thought of going out into the miserable cold, the student crawled further down into his covers. No, master, he said. The doctors all agree that in your condition, cold water would be poison. Avicenna's thirst grew. His tongue lay dry in his mouth. Go ahead and bring me some water for my illness. Something cool is the best remedy. But the thought of having to break the ice at the well outside to fulfill his master's wish gave the companion a good case of goose flesh. Unyielding, he continued to argue that there was nothing worse than cold water. But Avicenna, the great physician, kept insisting that only cold water could relieve his suffering. The two men began a quarrel over dogmas that eventually went on all night. At dawn, there rang forth from the tower of the minaret the voice of the muezzin, who summoned the faithful to cleanse themselves as the prophet commanded, to bow their heads toward Mecca and to speak the holy Zuran. Avicenna's pupil threw his blanket aside, jumped out of bed, stormed out of the room, cracked the ice on the well, and bathed as his faith prescribed. Then he knelt down on the prayer rug to offer the morning prayer a song of praise. After he had finished his prayers, Avicenna spoke to him. Dear friend, you still remember asking me why I don't claim to be a prophet. Today, I want to answer you. See, Muhammad, who was only a camel driver, has already been gone from us over 300 years, and yet his word has the power and might to get you out of a warm bed. It has the power to cause you to bathe with cold ice water and to say your prayers in spite of the cold. When I begged you all night to get me a glass of water, all my words were still too weak, although I know that you reserve me as your master. This is one of the reasons why, despite my learnedness, I will never claim to be a prophet. In diesem Sinne, ihr Lieben, wünsche ich euch einen schönen Tag und freue mich drauf, wenn ihr morgen wieder einschaltet, wenn ich eine neue Geschichte lese aus Der Kaufmann und der Papagei. So, stay tuned and come back tomorrow when I read another story out of The Merchant and the Parrot by Nosrat Pezeshkian, and from this, and a hearty greeting also to Manije, his wife.